Fleißig diskutiert wird derzeit über die Sonne und ihr Wirken für Leben und Gesundheit auf diesem Planeten. Nicht nur die Politik hat sich zu Wort gemeldet und ein Gesetz zum rechten Gebrauch der künstlichen Sonne verabschiedet. Auch die Wissenschaft diskutiert über die guten und bösen Seiten der Sonnenstrahlen. 5 Tage lang stritten Photobiologen aus aller Welt bei ihrem Jahreskongress in Düsseldorf unter anderem auch über die Folgen der natürlichen und künstlichen Sonne. Debattiert wurde einerseits über die lebensspendende und heilende Sonne sowie die vielfältige Wirkung des Sonnenscheinvitamins D. Andererseits stand auch die wachsende Hautkrebsgefahr im Brennpunkt der Debatten. In Lichtgeschwindigkeit sozusagen präsentierte der US-amerikanische Altmeister der UV- und Vitamin-D-Forschung Professor Michael F. Hollick in einem ebenso informativen wie amüsanten Überblick die neuesten Erkenntnisse über Sonne und Vitamin D. Praktisch alle Zellen unseres Körpers werden in der ein oder anderen Weise von Vitamin D beeinflusst und gesteuert. Ein Vitamin-D-Mangel erhöht das Risiko, an vielen der weit verbreiteten Volkskrankheiten wie Osteoporose, Diabetes, Bluthochdruck, Herz- und Gefäßleiden, psychische Störungen und etlichen Krebsarten zu erkranken. Sein Rat: mehr Sonne, aber immer mit Verstand. Die andere Seite der Sonnenmedaille präsentierte der Hamburger Dermatologe Dr. Rüdiger Greinert. Jeder Sonnenstrahl auf der Haut ist eine Einzahlung auf ein Sonnenkonto, das, wenn es denn voll ist, zum Hautkrebs führt. Hautkrebs hat in den vergangenen 50 Jahren ständig zugenommen und schuld sind, laut Greinert, fast ausschließlich Sonne und Solarien. Dem widersprach heftig der norwegische Wissenschaftler Professor Johan Moan, der in zahlreichen Studien beispielsweise nachweisen konnte, dass Menschen mit regelmäßigem Aufenthalt an der Sonne und einem entsprechend hohen Vitamin-D-Gehalt im Blut nicht nur gegen viele Krankheiten besser geschützt sind, sondern sogar eine Krebserkrankung besser durchstehen und länger überleben als Sonnen- und Vitamin-D-Muffel. In jedem Fall aber zeigte sich das wissenschaftliche Publikum beeindruckt. Die Präsentation gleich zu Beginn von Michael Hollick, der ja auch relativ bekannt ist, sage ich jetzt mal hier zu dem Themenbereich, war doch sehr witzig aufgemacht und hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Seine Argumentation war doch sehr schlüssig und insofern fand ich den Vortrag schon sehr gut. Professor Michael F. Hollick, lange Zeit von vielen Seiten angefeindet und bekämpft, gilt inzwischen nach zahllosen Forschungsarbeiten und Vortragsmarathons als eine Koryphäe und wird selbst von den Gegnern vor allem im dermatologischen Lager respektiert und gerne zitiert. Er bringt das Problem auf den Punkt. 50% der Weltbevölkerung leiden unter einem Vitamin-D-Mangel und wir glauben, dass das sehr ernste Gesundheitsfolgen hat für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Schlüsselfrage ist also, wie kommt es dazu? Der wichtigste Grund ist Sonnenmangel. Die Menschen haben sich immer auf die Sonne verlassen, wenn es um die Vitamin-D-Versorgung ging. Erst in den letzten 40 Jahren wurde vor jedem Aufenthalt in der Sonne abgeraten. Das ist einer der entscheidenden Gründe für den katastrophalen Vitamin-D-Mangel. Wenn das Problem so dringlich ist, warum spielt Vitamin D in der ärztlichen Praxis bisher noch kaum eine Rolle? Und warum wird von Dermatologen die Sonne immer noch als Feind angesehen? Die Leute, auch die Ärzte, denken bei Vitamin D nur an Rachitis. Naja, und die gibt's eben fast nicht mehr, also denken sie auch nicht mehr an Vitamin D. Sie können einfach nicht glauben, dass Vitamin D etwa 50% der Herzattacken verhindern könnte. Ebenso 50% von Darm- oder Brustkrebs. Infektionen einschließlich der Grippe könnten um 90% gesenkt werden. Diabetes 1 und 2 sogar um 78%. Wäre das Sonnenscheinvitamin also nicht ein guter Beitrag zur finanziellen Rettung unseres Gesundheitssystems? Es ist schon bemerkenswert, dass eines der für den Menschen wichtigsten Hormone von der Sonne unentgeltlich geliefert wird. Aber sie müssen das eben auch nutzen. Das bedeutet nicht in der Sonne braten. Es bedeutet lediglich tagsüber zwischen 10 Uhr morgens und 15 Uhr nachmittags, im Frühling und im Sommer, rund 15 Minuten an die Sonne zu gehen, mit Gesicht und bloßen Armen und Beinen mehrmals die Woche. Das reicht aus, um den Bedarf an Vitamin D zu decken. Und im Winter, wenn die Sonne kein Vitamin D in der Haut bilden kann, kann das Solarium die Lücke schließen helfen?
Wir fanden heraus, dass gesunde junge und erwachsene Menschen, die einmal die Woche ins Solarium gehen, den ganzen Winter hindurch einen völlig normalen und gesunden Vitamin-D-Spiegel im Blut aufwiesen. Und darüber hinaus hatten sie eine höhere Knochendichte. Im Gegensatz zu einer vergleichbaren Gruppe junger und erwachsener Leute, die eben nicht ins Solarium gingen. Bleibt also die Frage, wie viel Sonne braucht der Mensch? Wie bei allen Dingen im Leben, die Botschaft ist Zurückhaltung. Meine Botschaft ist, niemals einen Sonnenbrand nicht in der Sonne braten. Dabei sollte aber eines nicht vergessen werden. Sonnenenthaltsamkeit geht nicht, also sollten wir überall vernünftige Sonnen propagieren. Und das habe ich mehr als 30 Jahre lang getan. Aber führt der Aufenthalt in der Sonne nicht zum Hautkrebs und auch zum gefährlichen schwarzen Hautkrebs, dem Melanom? Es gibt keinen glaubwürdigen Beleg dafür, dass vernünftige Sonnen in irgendeiner Weise den schwarzen Hautkrebs verursacht, über das ohnehin übliche Maß in der Bevölkerung hinaus. Regelmäßiger Aufenthalt an der Sonne, wie in manchen Berufen üblich, verringert das Risiko, ein Melanom zu bekommen und nicht umgekehrt. Die Frage ist also, ist die Sonne nun Freund oder Feind des Menschen? Wir wissen, moderate Sonnen mindert das Risiko tödlicher Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten, Autoimmunkrankheiten, Hochdruck, Herzkrankheiten, Schlaganfall und sogar Demenz und Schizophrenie. Die Botschaft ist klar, das Sonnenlicht ist unser Freund, aber nutzen Sie es mit Vernunft. Dermatologe Dr. Greinert argumentiert dagegen mit dem immer angebrachten wissenschaftlichen Zweifel an wissenschaftlichen Ergebnissen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich herausstellen sollte, dass Vitamin D so einen krebsprotektiven Effekt tatsächlich hat. Die Tatsache, dass wir in vielen Organen, auf vielen Zelloberflächen den Vitamin D3-Rezeptor finden, ist ein Hinweis dafür, dass Vitamin D3 eine viel größere Rolle spielen kann, als eben nur, was ich was für den Knochenaufbau. Aber hier muss eben noch, hier sind wir in Düsseldorf, viel Wasser in den Rhein runterfließen, also bevor wir da dann wirklich belastbar mit nach draußen gehen. Den Vorwurf der Einseitigkeit weist der Dermatologe aber entschieden zurück. Wir haben wirklich nicht gesagt, also die Leute sollen noch weniger in die Sonne gehen, sondern wir haben gesagt, das ist schon eine ausgewogene Message. Geh so oft in die Sonne, dass du, weiß ich was, das, was für deinen Körper notwendig ist, dann wirklich auch erzielen kannst. Und das ist diese berühmte Viertelstunde oder sowas, die wir dann sagen, dann kann man draußen spazieren gehen in der Mittagssonne und dann wird man sein Vitamin D für diesen Tag dann auch schon bekommen, nach allem, was wir wissen und auch nach dem, was Herr Hollig heute wieder erzählt hat. Und das ist ja doch jemand, der dort also ein wichtiges Wort sprechen kann. Professor Johann Moan, ein ausgebildeter Physiker, nimmt in mancher Hinsicht eine noch deutlichere Position als sein Kollege Professor Hollig ein. Seine Studien belegen, dass, kurz gesagt, die Sonne das Leben verlängert und dass Solarien eine gute Quelle für Vitamin D darstellen. Wir haben herausgefunden, dass ein Vitamin-D-Mangel zusammenhängt mit dem Risiko bei 13 der verbreitetsten Krebsarten. Also in der Tat, Vitamin-D-Mangel ist ein wesentlicher Risikofaktor für Krebs. Die Sonne kann Hautkrebs verursachen und die Sonne kann Hautkrebs verhindern. Eben beides. Zur Frage, ob Sonnenbänke ein Teil des Problems oder eher ein Teil der Lösung seien, meint der Physiker? Beides. Ordentlich genutzte Sonnenbänke wären vor allem im Winter eine absolut gute Sache. Das Beste für den Körper wäre eine gleichmäßige Versorgung mit Vitamin D durch das gesamte Jahr. Richtig genutzte Sonnenbänke wären ein gut geeignetes Mittel, genau das zu erreichen. Professor Moans Ermahnung an das Publikum, mehr Sonne in einer vernünftigen Dosierung.